Und damit willkommen zurück hier bei Civilization Brave New World und unserem griechischen Feind. Oh ja! Ja, eine Sache ignoriere ich hier sträflich. Sehe ich auf nächste Runde. Gehe, möchte ich das nochmal zeigen. Und zwar, ja, Spanien. Vor allem Madrid. Warum? Wenn wir da nochmal ganz kurz reinschauen, ist Spanien ja dabei, den kulturellen Sieg zu erringen. Österreich haben sie bald, England haben sie bald, Griechenland wird dann auch fallen, recht fix sogar. Und ja, mit der Zeit werden wir auch untergehen. Die haben zwar nicht so viel Tourismusproduktion, allerdings werden sie im Laufe der Zeit sehr viele nette Sachen bekommen, die Kultur einfach in Tourismus ummünzt. Ne? Wenn ich jetzt hier mal reingehe, Flughafen und dann spätestens hier irgendwo beim Informationszeitalter. Nee, das nicht. Wo sind sie? Ist ja egal. Ich weiß es. Die Funktürme. Und dann werden die ziemlich viel Kultur in Tourismus umwandeln können. Ich werde nur Spanien nicht angreifen können, ohne diese Front hier oben aufzugeben. Und das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wir werden Griechenland platt machen. So einfach geht das. Wir bauen ja in Moskau und in Sankt... Nein, in Sankt Petersburg mache ich kein Militär. Hier haben wir jede Menge in Produktion. Da haben wir ein bisschen was in Produktion, da haben wir ein bisschen was in Produktion. Okay. Ethau gehört mir. Ich bin jetzt gerade am Schauen. Ich will kein Geld für Hanoi ausgeben. Das bringt eh nichts. Nottingham ist mir zu klein. Köln 11. Panama-Stadt. Macht Panama-Stadt Sinn? Nottingham würde es Sinn machen und Köln würde Sinn machen. Muss auch dran denken. Hier die ganzen Stadtstaaten, die mit die mit Griechenland verbündet sind. Ne? Das ist nicht so ohne. Das Gerichtsgebäude. Es wird nur ein Gebäude langen. Das ist schlecht, weil die... Ja gut, okay. Nur ein Stadtstaat lang... Stadtstaat, sage ich schon. Eine Stadt Langen. Ich brauche hier nochmal... Nee, das ist jetzt Schwachsinn, was ich gedacht habe. Okay, passt. Solange ich das Gerichtsgebäude kaufen kann, passt das. Jetzt kann ich mir nichts mehr leisten. So, damit die Zufriedenheit bleibt, ne? Ja. Ja. Dann können wir nämlich hier unten... wir lassen die Bank durchlaufen. Pervers, oder? Was hier unten die Sachen braucht. Oh, 15 Runden. Brutal. Geh mal auf Produktion. Ja, 5 Runden. 5 Runden lasse ich mir gefallen. Hier oben machen wir das auch. 7 Runden. Okay, die Hälfte gespart. Das ist in Ordnung. Oh, vom Gold her passt das. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall Griechenland angreifen müssen. Wenn ich Spanien den Krieg erkläre, fallen mir die Griechen in den Rücken. Ah, die übernehmen alle die Ordnung. Jetzt muss ich gleich mal schauen. Okay, die lachen am meisten, wir am wenigsten. Werden wir gleich mal überprüfen, wo die anderen Länder stehen. Nee, das ist falsch. Ich brauche... Nee, das auch nicht. Nein, das auch nicht. Weltkongress ist es auch nicht. Ich vergesse es immer wieder, wo es ist. Einfach auf die globale Kugel gehen. Oh, it's you. Oh, it's you.
Ja, sie mag mich nicht, das ist mir ganz klar. Wo hat man das nochmal sehen können? Ich werde es mir nie merken können. Ich werde es mir nicht merken können. Nein, 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 nein. So einfach ist es nicht. Was hier dabei? Konfuzius, Gründer der Religion. Ja. Ist in Ordnung. Bla, 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 bla. Nö. Ist und. Warum klicke ich nicht einfach da drauf? Das habe ich doch gesucht. Die Kulturübersicht. Blödmann. Ja, ich Blödmann. Okay. Ordnung. Spanien hat Freiheit. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja, die haben zivilen Widerstand. Wir sind halt mit Dissidenten bestraft. Das ist halt schlecht. Ne? Die wollen halt hier zu denen da runter, weil die zufrieden sind. Ja? Die sehen halt, ey, die mit Freiheit sind zufrieden. Wir wollen zu denen. Naja, gut. Können wir nichts machen. Aber Spanien wird halt im Laufe der Zeit ein ernstzunehmendes Problem. Wenn ich jetzt hier umstelle. Ja, ein bisschen miese machen, wa? Ja, das wäre natürlich schon ein bisschen nicht schlecht, ne? Ja, wir haben noch Pferde. Warum bin ich jetzt auf Missionar runter? Aber wir bauen das hier und davon noch mal ein paar. So, wo sind jetzt meine Einheiten? Bitte in das Feindesland rein. Ach! Da. Ach so, stimmt, da war ja was. Ich wollte ja mit Hanoi, wir werden jetzt dann auch gleich ein bisschen Frieden schließen. Wir haben Frieden mit Hanoi, okay. Ansonsten Vatikanstaat, pass mal auf. Ja, könnte knapp werden, ne? Shit. Oh nö, ich komme noch nicht mal bis da runter. Geh mal darüber, das würde mich in der nächsten Runde interessieren. Das sind die da. Ja, da haben wir wieder das Problem, dass sie nicht so weit gehen dürfen. Da wäre halt die Frage, ob ich da nicht eine Straße machen sollte. Das mache ich auch gerne, dass ich hier so an der Grenze, wo es halt Hardcore-Gegner ist, Straßen baue. Dann können meine Truppen schneller hin. Also, mal festhalten. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 Marines. Oder Soldaten, ne? Weltkriegsinfanterie. Dann waren es, glaube ich, 2 oder 3 Reiter. Also, es ist jetzt nicht so schlimm. Einen zusätzlichen oder machen wir gegen Fernangriffe ein bisschen. Hätte ich die Artillerie gerne noch da unten, ist die Frage. Wir haben 1, 2, 3 mal Artillerie. 4. 1, 2, 3, 4, 4, 5 Artillerie. Okay. Das sollte eigentlich lang. Okay, jetzt gerade nochmal darüber. So, wir haben auf jeden Fall 2, 3, 4 Lancier. Wir haben 3 Maschinengewehre. Und jetzt die Frage schlechthin. Ärgerlich. Oh nee. Ja, dann geh wieder rauf nach Farisk. Also gut, hier unten müssen wir ein bisschen absichern. Ich meine, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Die ganzen Stadtstaaten, die da sind, die werden ja alle auch noch gegen uns sein. Heilen Stellung. Wir haben auf alle Fälle die hier unten. Gott sei Dank ist ja nur Hanoi militaristisch. Also von denen kriegen wir am meisten Ärger. Da oben ist ansonsten nichts. Mogadischu ist, denke ich, keine Gefahr.
Sag ich jetzt einfach mal, ne? Mogadischu ist keine Gefahr. Schön, dass wir hier schon überall anfangen, jetzt Eisenbahnen zu bauen. Das wäre natürlich schon traumhaft, wenn wir die Rechtsstall durchkriegen. Mogadischu. Wäre auch nicht schlecht, wenn wir es bekommen würden. Dann hätten wir da wieder die Straße. Also es ist nicht so tolle aktuell. Ja, und dann müssen wir halt schauen, dass wir ordentlich vorankommen, ne? Militär bauen ohne Gnade. Aber pff, was, wie machen wir jetzt aktuell? Nee, halt, stopp. Du gehst in die Stadt rein. Ist mal ganz klar. Wir werden an vielerlei Stellen nämlich ein bisschen kampieren müssen. Vatikanstaat, ich hätte ihn schon gerne. Weil er einfach so nah an Moskau ist. Wir werden ein paar Soldaten auch hier positionieren müssen. Shit. Freiheitsstatue. Nicht toll. Freiheitsstatue. Der Kultursieg. Ja, das bedeutet, die wird jetzt in nächster Zeit halt sehr, sehr viel an Stärke dazu bekommen. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt kein Flieger, ne? Du machst mal eins mehr. Du kommst dann direkt darunter. Genau, wir nehmen hier zwei Soldaten. Ein Zug zusätzlich pro Soldat. Das ist gar nicht so verkehrt. Kann ich eigentlich U-Boote bauen? Ist die Frage der Frage. Luftraumsäuberung kriegst du gegen gepanzerte Fahrzeuge. Du gehst auch vorerst mal auf Abfangen. Aufbauen, Stellung halten. Halten. Den benutzen wir für keine Ahnung. Den benutzen wir für keine Ahnung. Du fährst mal eins weiter zurück. So, du kommst dann... Ja, dann machen wir das doch ganz einfach. Du gehst dahin und du gehst dahin. Also am Ende der Folge will ich dann auch Griechenland den Krieg erklären. Alexander baut das Broadway. Okay, das kommt natürlich uns zugute. Ja, der macht hier auch nur Truppenverschiebungen und ich muss auch dran denken, dass ich hier unten ein bisschen dicht mache. Wobei, wenn ich natürlich hier oben angreife, ne, kann der da zuziehen, wie er will. Männer sind. Sehr schön. Sehr schlecht, was ich sehe. Wieder minus Zufriedenheit. Ja, die wird mich schon ordentlich jetzt ärgern, die Dame, ne? So, ja, auf jeden Fall zum MG machen, weil MG, wenn wir gucken, ja, wir haben jetzt hier Fernkampfangriff 30 und bei dem 60. Wir verdoppeln das Ganze und Stärke 60 und da auch, also wir verdoppeln unsere Power. Was war sonst noch dabei? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Es waren doch zwei. Okay, 11 Runden, dann hätten wir den Verbrennungsmotor. Ha, Panzer wären schon geil. Panzer wären schon geil. Genauigkeit. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Geld, um hier abzugraden. Du bleibst. Aufbauen, dann bleiben. Nö. Na, er hat schon einen eingebüßt. Er war mal bei 17. Ja, das ist halt das Nächste. Wenn der Weltherrscher dann ist, das ist ja im nächsten Zeitalter. Ich muss ja dran denken. Es nutzt ja nichts, Athen nur um platt zu machen. Ich muss ja ganz Griechenland platt machen, ne? Wenn ich die anderen Hauptstädte schon alle hätte, wäre das kein Problem. Aber da unten ist ja noch irgendwo Stockholm. Das brauche ich ja auch noch. Ah.
hat ordentlich eine Trupperbewegung da unten. Und ich möchte ihn angreifen, ehe er Flieger hat. Deswegen. Oh ja, wir könnten mal mit Österreich Frieden schließen. Fällt mir gerade so ein. Salzburg. Ja, Spanien macht es sich halt auch nicht ganz so einfach. Das ist das Problem, ne? Wir haben da einigermaßen okay Zufriedenheit. So, du kommst dahin. Upgraden. Achso, das ist nur so ein Coup. Okay, das ist uninteressant. Ah, shit. Jetzt wird natürlich das auch noch erlassen. Ja, gut, man kommt dagegen Griechenland auch alleine nicht an. Ja, das ist das Nächste. Habe ich eigentlich noch irgendwo ein MG, wo ich sagen könnte, das könnte ich... Also, ich habe kein Geld. Doch, ich hätte sogar das notwendige Geld dafür. In Berlin könnte ich noch einen Soldaten reinstellen. Hätte ich noch ein Dings mehr? Ja, wir nehmen es an. Ist in Ordnung. Was kriegen wir eigentlich da oben? Ein groß... Oh, super, super, super. Vielleicht kriegen wir sogar noch die Panzer. Das wäre geil. Wir bräuchten Öl. Das wäre das Nächste. Einheiten, Beförderung. Okay. Ja, dann machen wir dich mal gegen Einheiten. Das ist ja gar nicht schlecht. Du kannst dahin. In Köln machen wir ein Zoo. Dann kriegen wir zumindest wieder zwei Zufriedenheit und danach ein Krepost. Dann haben wir zumindest in absehbarer Zeit wieder Soldiers. Halt, wir müssen... Mach mal da. Nee. Ja, mach Wien. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube ja nicht, dass wir mit denen so großartig in Zukunft im Krieg sind. Vorerst. Zumindest nicht. Ja, er steht ja letztendlich in der Zitadelle. Du machst gar nichts. Okay, das sieht doch schon mal schön aus. Wir verlangen die Ressource Zucker und Krabben und Baumwolle. Das Ding war schon beackert? Ah ja, okay, das ist doch schön. Wenn ich Baumwolle bekomme und das ist schon beackert, dann habe ich es aber auch okay. 4 Zufriedenheit wären schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Wir verlieren die Kontrolle über Tyrus. Ja, es ist schön für Tyrus. Ein großer Wissenschaftler. Sehr gut. Dann hoffen wir, dass das einigermaßen langt. Aufbauen, Stellung halten. Bereitschaft. Der Wissenschaftler entdeckt. Nächste Runde Panzer. Cool. Ich stelle gerade einen Fehler fest im System. Hör mal auf, Maschinengewehre zu machen. Nee, Maschinengewehre hättest du machen dürfen. Ah, ist doch blöd. Passt schon. Okay, ich war blöd. Was soll's? Artillerie will ich... Ah, -2. Wie lange braucht das da unten noch? Ah ja, Kolosseum ist fertig. 3 Runden das Opernhaus, 2 Runden der Zirkus, da unten Arsenal, 3 Runden 2. Passt. Wir kriegen wieder Zufriedenheit. Und da oben ist Neuschwanstein in 3 Runden fertig. Ja, das nehmen wir dir auch alles mit. Ja. Schön, dass die hier alle so zusammenarbeiten, um hier die Dinger zu bauen, ne? Hm.
Welcher war denn das jetzt, ist die Frage, ne? Schicken wir den immer noch mit Nuna? Dann hörst du auf, solche Sachen zu machen und baust mir Landfahrzeuge. 3 Runden für einen Panzer. Je, oh je, oh je. Das dauert ja Ewigkeiten. Und es sollen, dass ich... Irgendwie will er gerade nicht so runterscrollen. Ist aber nicht schlimm. Alles mal in Panzer rein. Deswegen habe ich da oben nach dem Öl geguckt. Eine Uni. Wir kriegen Post auf alle Fälle mal für eine Runde. Das ist nicht schlecht. Mehr Gold bräuchten wir jetzt aktuell nicht. Wir nehmen das, dann das Opernhaus, den Zoo und danach darfst du dich wieder bei mir melden. Dieser Bautrupp soll meiner sein, ne? Mach Automaten. Was will ich mit dir? Du gehst auf das da und positionierst dich hier. Ich hätte da mal durchaus scouten können. Ne? Das wäre ja nicht so verkehrt gewesen, um zu sehen, was Sache ist. Ja, rein theoretisch könnten wir ja ein bisschen weiter vorne. Weil wir sind ja mit denen im Krieg. Von daher wäre das ja jetzt gar nicht so tragisch. Ja, jetzt Problem. Ich könnte die Artillerie natürlich davor dann noch gebrauchen, ne? Nehmen wir halt die minus 1 Zufriedenheit in Kauf. Ist nicht so schlimm. Wir bleiben irgendwie bei 0, aber das ist okay. Soll mir recht sein. Absolut. Ja, Neuschwanstein warten wir noch ab, würde ich glatt sagen. Da haben wir Willus. Willus gehört auch Griechenland. Hm. Das ist schlau. Diese Verlust an Freiheit führt zum Verblassen der menschlichen Werte im Leben, die für dieses von unschätzbarem Wert sind. Das bleibt, sind nur zwanghafte Arbeitsbedingungen und reale Freizeitvergnügen. Das ist doch mal schön. So muss das laufen. Genau so, so und nicht anders da. Wir dürfen eine Politik einfügen zur Ideologie. Au. Hm. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. ...25% für alle Militäreinheiten in den ersten 50 Runden, nachdem die Politik eingeführt worden ist. Do it. Griechenland, das wird lustig. Wir sind in Paris und dort holen wir uns... Ich würde sagen, Flugabwehrgeschütze. Warum denn nicht? Gehen auf den Produktionsfokus. Brauchen wir eine Runde weniger. Das ist gar nicht so schlecht. Also wenn sie dann mal Flieger haben. Gar nicht so verkehrt. Achso, ja. Wie wäre es erst aufbauen, dann in Stellung gehen. So, da haben wir noch ein MG. Dann nehmen wir mal Genauigkeit. Ich werde die hundertprozentig nicht trennen später. Ich weiß es jetzt schon. Mach's trotzdem. Die schauen wir, dass wir die da runterkriegen. Ah, ich hab, jetzt hat, okay, ich glaube, ich habe meinen Fehler bemerkt. Gott, die Lost, genau, die habe ich immer, die habe ich jetzt in der Stadt drin, ne? Ja gut, aber die Artillerie kann da runter, kann die aus, ja, schauen wir mal, ob sie aus der Stadt dann auch runterfeuern kann. In Novgorod, genau da haben wir nämlich das Ding gebaut. An Porta habe ich mich ja nicht mehr erinnert. Will ich einen Zerstörer? Ja, das ist jetzt so die Frage. Eigentlich brauche ich keine. Ja oder nein? Machen wir mal einen Zerstörer, komm. Schiffe können ja nicht so verkehrt sein. So, in Orlovsk bauen wir uns
Ist die Frage, was will ich denn hier oben noch haben? Flieger kann ich keine bauen, hätte ich am liebsten. Mach du mir auch mal Flak. Flak wird später sehr, sehr wichtig. Du machst gar nichts. Du handelst mit Kathmandu. Einheit benötigt Befehle. Du musst leider noch 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du bist. Ja, rein theoretisch kann ich das doch so machen, das Schiff. Theoretisch nochmal eins nach vorne. Und dann habe ich aber das Problem, dass ich hier hin kann. Ist ein bisschen schwierig hier da. Ich will es ja eigentlich nur wegen dem Weihrauch, weil ich glaube, Weihrauch habe ich noch nicht, ne? Das sehe ich jetzt so natürlich nicht. Ist klar. Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge definitiv Griechenland den ultimativen Krieg erklären. Okay, passt. Haha, ihr Opfer. Der Punkt ist einer der schönsten, die zu finden sind. Heilig und unnahbar. Ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund, durch den einzig Heil und wahrer Segen der Welt erblühte. Ja, sehr schön. Unsere Zufriedenheit steigt und steigt und steigt. Also, da habe ich mir mal fast schon zu viel Sorgen gemacht. Dieser Lost hier. Kommt mal bitte schön, soweit es geht, nach oben. Weil die da hier nerven, so ein ganz klein bisschen. Die gehen so weit runter wie möglich. Okay. Kacke. Ich wusste es doch. Ja, irgendwelche Einheiten konnte ich doch noch aufrüsten zu Landfahrzeugen. Halt. Nein. Wir erklären den schon schön normal, den Krieg. Das ist doch klar. Öl. Wo kriege ich denn Öl her? Das haben wir schon. Für vielleicht in Griechenland selber. Aktuell haben sie noch keine Flieger. Und bislang ist hier unten ein bisschen Öl. Da ist Öl. Aus Kabul kriegen sie 3 Öl. Da haben sie Öl 4, aber das haben sie noch nicht modernisiert. Oder wir sehen es noch nicht. Und wenn wir Athen haben, haben wir auch Zucker. Halt, stopp, ich bin nur noch gar nicht am Ende mit der Runde. Hallo, wo käme ich denn da hin? Nee. Also so wollen wir ja nicht wetten, ne? Und da gehen wir dahin. Ihr macht einen Fernkampfangriff dahin. Ja, das hat wie getan. Okay, ihr macht Bereitschaft. Ihr macht irgendwie mal das da und nächste Runde werden wir dann Spaß haben. Okay, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.